Hallo und seid mal wieder ganz herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Mass Effect 2. So, wenn ich das Monitoring auch anmache, dann höre ich mich tatsächlich auch mal selber. Für mich ist es jetzt schon wieder eine sehr lange Weile her, dass ich Mass Effect gespielt habe. Mission, Aufträge. Ankunft. Okay. Ja, ich weiß absolut nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben, beziehungsweise überhaupt gemacht haben. Ich glaube, das letzte Mal... Upsala. Kriegst du nicht wieder einen da rechts? Gut. Ich glaube, das letzte Mal haben wir... irgendwas mit Samara gemacht? Sieht halt echt nicht aus, als würde es da rechts flüssig laufen. Hm. Habe ich ungelesene Nachrichten? Ich werde die Folge hier mal aufnehmen und danach gucken, ob die Folge flüssig läuft. Wenn nicht, tut mir das sehr leid. Ah, aber ich weiß, was wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Die Planeten hier erforscht. 60 Sonnen ist auch Sonde unterwegs. Eine gute Menge. Ja, es ist... ich habe lange keine Lust mehr auf Mass Effect gehabt. War so ein bisschen gesättigt, weil... ich habe Mass Effect 2 schon mal durchgespielt. Sonde unterwegs. Ich weiß ungefähr, an welchem Punkt wir gerade sind und ich weiß, wie viel da noch auf uns zukommt. Und wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon, glaube ich, bei Folge 50 oder Sonde so sind. Sonde gestartet. Naja. Sonde unterwegs. Mass Effect 1. Da habe ich, glaube ich, 52 Folgen für gebraucht. Wenn ich jetzt bedenke, wir sind nicht mal ansatzweise so weit, weil uns noch Teammitglieder Sonde fehlen unterwegs. Und dann noch die Loyalitätsmissionen der aktuellen Teammitglieder und die der kommenden Mitglieder noch. Dann noch die Nebenmission und dann noch die Hauptmission. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir mit diesem Projekt hier tatsächlich regulär über 100 Folgen kommen. Weil ich das einfach so intensiv mache. Ich meine, der Ausgang der Geschichte hängt zum Teil auch davon ab, welche Mission wir wie machen. Und in welcher Reihenfolge vor allem. Sonde unterwegs. Es hängt tatsächlich ein bisschen davon ab. Und deswegen, ich will natürlich das optimalste Ergebnis haben. Sonde gestartet. Entsprechend muss man auch dafür was tun. Ja. Und... all das, so dieses, ich weiß, was noch getan werden muss, hat mich einfach so ein bisschen erschossen. Starte Sonde. Das war dann so ein Uff. So ein Big Uff einfach nur. Weil irgendwann, ja, irgendwann bin ich auch so ein bisschen Sonde gesättigt unterwegs. Von Spielen. Ist da also da. Sonde gestartet. Muss irgendwo was Neues her. Ich habe es nur leider irgendwie aktuell geschafft, mir solche Spiele aufzuladen, die alle groß sind. Also ich hätte gerne mal wieder so was Kleines, Entspanntes Sonde gestartet. Wie Metro 2033. Hier gibt's E-Zero. Und das in Sonde Main. Gestartet. Kräfte neu ausbilden, haha. ich hätte gerne was Sonde. Kleines wie... Metro 2033 wieder. Das ging, glaube ich, exakt 20 Folgen. Super angenehm. Ließ sich gut durchspielen. Gut, wir haben jetzt auch nicht das beste Ergebnis in Metro 2033 Sonde bekommen. Unterwegs. Wir haben die schwarzen Leute ausgelöscht. Leider. Ich hätte die gerne am Leben gehalten. Sonde gestartet. Aber blöd gelaufen. Aber was habe ich sonst Sonde aktuell unterwegs. An Aufnahmeprojekten zu laufen? Final Fantasy 15, Final Fantasy 10-2. Gut, bei 10-2 bin ich, glaube ich, auch fast durch. Sonde gestartet. Da bin ich, glaube ich, fast mit Kapitel 3 durch. Und 5 hat es insgesamt. Bei Final Fantasy 10-2 habe ich halt richtig hart Starte reingeschissen. Sonde. Wen es interessiert, wie ich da Sonde reingeschissen habe,
Könnt ihr gerne das Gameplay gucken. Da erkläre ich das unter anderem, wie hart ich das verkackt habe. Sonde unterwegs. Da muss ich gleich mal auf eine Telegram-Nachricht antworten, auch schön. Aber ja, ich hab's Sonde verkackt. Gestartet. Ansonsten, was habe ich noch angefangen? Surviving Mars habe ich als Survival-Game angefangen. Gerade läuft Two Point Hospital. Minecraft habe ich mal wieder aufgenommen. Da ich mich mittlerweile dazu entschlossen, das Sonde wie unterwegs. Eigentlich in Folge 1 beschrieben als Stop-and-Go-Projekt zu machen. Also mein Vorsatz, für jeden Sonde Tag eine unterwegs. Folge zu haben, den habe ich schon lange verworfen, weil das hole ich einfach nicht mehr auf. Der gilt als abgebaut. Mein nächster Vorsatz für Minecraft Sonde ist, im Gronkh-Wiki steht, dass Minecraft, also dass Gronkh mit 1200 Folgen das längste Minecraft-Projekt hat. Ich weiß nicht, ob nur Deutschland oder weltweit. Das ist natürlich schon so ein kleiner Erfolg, irgendwann drin zu lesen. Ja, Gronkh hatte bis zu dem Datum das längste Minecraft-Projekt, aber an dem Tag hat dieser kleine Furz-YouTuber ihn abgelöst. Fände ich halt schon irgendwo cool. Achso, während wir hier reisen, kann ich mal eben auf die Nachricht antworten. Danke. Ups. Dann kann ich hier mal kurz. Okay, das dauert jetzt. Ups. Ja, es geht halt um einen Freund, der hat gerade die Sorgen. Ist es immer so, meine Freunde haben Sorgen, genau dann, wenn ich aufnehme, als ob sie das riechen würden. Es ist halt. So, gut, weg damit. Es ist immer, ich will für meine Freundin da sein, ich will auch hier sein. Treibstoff habe ich. Scheiß auf die eine Sonde. Feuergänger, Gasüberfall. Machen wir das erstmal. Da unten. Anfliegen. Okay, hier kann ich mal eben den unerforschten Planeten schnell untersuchen, glaube ich. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Ah, Mann. Wait, da war gerade ein großer Ausschlag. Oder? Sonde gestartet. Da war ein großer Sonde Ausschlag. Sonde gestartet. Wir sind jetzt schon wieder eine halbe Folge drin. Ich habe die ganze Zeit nur Scheiße erzählt und bin hier nur am Planeten abbauen. Keine Sorge, gleich geht's wieder ein bisschen in die Action rein. Starte Sonde. Das sollte abgebaut sein. Nein. Jetzt vielleicht? Starte Sonde.
Nein. Starte Sonde. Ich sollte mir ähnlich wie für Minecraft auch für Mass Effect 2 Themen Sonde überlegen, gestartet. Über die ich rede, während ich hier abbaue. Sonde unterwegs. Oh, mir tut so das Genick weh, ne? Ich kam gerade aus dem Urlaub. Da ist schon nicht so besonders prickelnd geschlafen, auf einer Matratze auf dem Boden. Ist halt so, wenn man mit den Eltern in den Urlaub fährt, da kriegen natürlich die alten Herrschaften das Bett. Starte Sonde. Ich kriege den Boden. Sonde gestartet. Ja, macht natürlich richtig Spaß, macht auch richtig Laune, wenn man davon dann halt richtig mit Sonde Gräne unterwegs. Ist da gerade ein Bus vorbeigefahren? Sonde unterwegs. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Starte mit meinem Vater Sonde. Bin ich jetzt wieder nach Hause gefahren. Meine Mutter ist noch im Urlaub, die verbringt dann noch ein paar Tage. Ah, hier ist der letzte Ausschlag. Sonde unterwegs. Mhm. So, Kaffee. Ladesch. Ich habe eine Anomalie geortet. Da wurde eine Anomalie geortet. Sonde gestartet. Es wurden aber auch Ressourcen geortet. Starte Sonde. Die Ressourcen will Sonde ich aber haben. Unterwegs. Ja, folgen Sie dem Zeiger, folgen Sie dem Fadenkreuz. Da ist ein großer Ausschlag. Starte Sonde. Da. Starte Sonde. Ah, da. Sonde gestartet. Gut, dann nehme ich mir jetzt erstmal Starte die Anomalie. Starte Sonde. Ich habe etwas gefunden. Okay. Ist es abgebaut? Nee. Scannerergebnisse niedrig. Sonde gestartet. Aber nicht abgebaut. Okay, da Sonde ist was gestartet. Und ein bisschen weiter links war auch noch was. Das habe ich gerade gesehen. Okay, es war weiter rechts. Sonde gestartet. Fast links, das andere links halt. Ah, shit, ich wollte ein Update-Video machen. Genau. Das fällt mir gerade ein. Ich wollte ein Update-Video auf YouTube machen. Wie es mit meinem Kanal gerade aussieht. Sonde gestartet. So. 13 Minuten. Oh, und ich bin schon wieder rausgegangen. Okay, landen. So, Geth. Habe ich Tali schon rekrutiert? Ich glaube ja. Aber dann würde ich sie für diese Mission mit auswählen. Ja, da ist er. Hinzufügen und... Ach komm, ich nehme Garrus auch mit. Nope, nope. 23 Punkte. Okay. Erstmal diese Stats hier hoch. Gesundheit, Waffenschaden, Dauer der Kräfte. Machen wir das. KI hacken. Kampfdrohne.
Okay. Sechs Meter Radius. Nee, da finde ich das hier praktischer. Okay, Tully, was hast du für Waffen? Na, nehmen wir das hier mit und das. Okay. Da haben wir Tully, unseren kleinen Liebling, mit dabei. Au. Warnung. Längeres Verweilen in Extremtemperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Missionsziele geortet. Ah, genau, das hier war's. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Okay, das war Tempo und das war Sprung. Ups. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Okay, ich darf nicht zu lange an einem Fleck verweilen. Sondern muss das hier zügig durcharbeiten. Hindernis geortet. Damit die Temperatur stabil gehalten wird. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja, das kriegen wir schon hin. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Jetzt scheiß dir mal nicht ins Hemd, Steve. Ich nenne ihn jetzt Steve. Hindernis geortet. Nee, Jeff. Jeff war der, den Jay immer angeschrien hat. Halt doch mal, Jeff, halt doch mal die Schnauze. Ich hab einen Platten? Hindernis, 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 Schmindernis, sag ich nur. Gott, ich guck zu viel Pete's Meat, echt. Hindernis geortet. Das Schlimme ist, ich kenne die Teile der Insider nur aus den Best-ofs. So viel Pete's Meat gucke ich eigentlich nicht mal. Ich guck immer die Best-ofs. Warnung, Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Oh oh. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Warnung, Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Dann setz den letzten Knoten noch nicht an den Arsch der Welt. Alarm, Temperatur des Maschinenkerns ist auf kritisches Niveau gefallen. Maschinenausfall unmittelbar bevorstehend. Oh oh. Hindernis geortet. Das müsste es gewesen sein. Um Gottes Willen, das war knapp. Ach du Scheiße! Puh. Oh, wir sind schon aus dem Loading Screen raus. Ups. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, ungelesene Nachrichten. Entschuldigung, dass die heutige Folge so eine Katastrophe war. Wie gesagt, meine Freunde haben immer echt so ein bisschen beschissenes Timing. Projekt Feuergänger. Commander, ein überaus fähiges Team analysiert derzeit die von Ihnen beschafften Daten über die GEF-Forschung zur Veränderung der Atmosphäre. Hoffentlich können wir daraus neue Methoden des Terraforms für künftige Kolonien ableiten. Die Tech in den Sendern enthielt auch Innovationen auf dem Gebiet der Kommunikation und wird uns dabei helfen, bessere Systeme zur Unterdrückung der des atmosphärischen Rauschens zu entwickeln. Es gibt auf diesem Planeten keine Anzeichen proteanischer Aktivitäten. Okay,
Damit bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr könnt das Chaos in dieser Folge verzeihen. Ja, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.